Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Modding Workshop Tutorial. Heute soll es um das Thema Terraingestaltung, Anpassung gehen. Und eins möchte ich noch vorweg sagen: Wenn ihr Änderungen an einer Karte vornehmt und die dann wieder packt und wieder in euren Mod-Ordner packt und startet das Spiel, dann wundert euch nicht, diese Terrain-Änderungen, die ihr dort vorgenommen habt, die werden also nicht im Spiel umgesetzt. Weil diese Terrain-Dateien, wo das Spiel drauf zurückgreift, tut es nur beim ersten Mal, wenn man einen neuen Spielstand startet. Aber da gibt es auch noch einen kleinen Trick, den werde ich euch am Ende noch verraten des Videos. Daher lohnt es sich heute bis zum Ende dran zu bleiben. Ich hoffe, ich denke auch dran. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal in den Giants Editor. Und jetzt verstehe ich nicht, warum ihr dann den Giants Editor nicht seht. Moment. So, jetzt solltet ihr ihn aber sehen. Jawohl, jetzt seht ihr ihn auch. Jetzt verstehe ich nur gerade nicht, warum ich denn hier so einen schwarzen Rand habe. Moment. Ah, das ist hier. Aha, okay. So. Jetzt dürfte das alles gut sein. Was brauchen wir alles dazu? Ich mach das nochmal zu. Hatte eben schon mal mit dem Tutorial hier angefangen. Ich bin im Moment jetzt etwas irritiert hier, aber alles gut. Und zwar brauchen wir als erstes hier oben das Window und dann Terrain Editing. Dann geht hier dieses Fenster auf und hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr seht. Und wir werden uns heute mit den Dingen einmal hier beschäftigen. Also hier brauchen wir nicht uns zu beschäftigen mit. So. Sondern noch hier unten mit diesen zwei und hier oben mit diesen. Die sind also wichtig fürs Terrain Editing. Einmal haben wir hier oben den Radius. Und wenn ich jetzt mal hier oben auf den Textur Sculpt Mode gehe, dann seht ihr, dann habe ich hier so einen Pinsel. Und dieser Pinsel hat jetzt eine Größe von 8. 8, damit ihr mal wisst. Im Spiel gibt es ja auch ein Tool, mit dem wir die Landschaft bearbeiten können, wo wir die Landschaft mit, ja, sag ich mal, gestalten können. Und im Spiel wäre das die Größe von 16. Und genauso verhält sich das auch ein bisschen zu, damit man ungefähr so eine Ahnung davon hat, wie groß ist denn jetzt dieser Pinsel. Also ein Radius von 8 ist also 16 Meter. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie breit denn hier sowas ist. Dann haben wir hier die Opacity, die Hardness und die Value. Wofür jetzt eigentlich die Opacity so wirklich zuständig ist, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass die, also ich sag mal, mit den Dingen, wo ich immer gerne mit arbeite, ist mit der Hardness. Und mit der Value, die, also fangen wir mal mit der Hardness an. Die Hardness ist also ein Wert, wie stark ich das Gelände verändern möchte. Also ne, wenn ich jetzt hier auf diesen Pinsel drücke und würde, also ich gehe jetzt mal hier auf dieses flache Gelände, dann sieht man das ein bisschen besser. Wenn ich also jetzt hier drauf drücke, seht ihr, ne, dann geht das relativ schnell. Also ne, er verändert das Gelände sehr hart. So, wenn ich das Ganze jetzt mal wieder zurück mache, so, jetzt ist wieder alles wie es war. Und wenn ich diesen Wert kleiner einstelle, ich sage jetzt mal auf 0,25 und drücke dann hier drauf, dann seht ihr, dann geht das wesentlich langsamer.
Das ist schon mal das Erste, was man verändern kann, wenn man eine, wenn man hier so das Terrain ein bisschen anpassen möchte. Ja, hier so einen kleinen Hügel hier hin gestalten. Kann auch den hier noch ein bisschen kleiner machen, wenn hier oben noch so das ein bisschen anpassen möchte. Das ist schon mal das Erste. Der Value ist dafür zuständig, wie viel von dem Pinsel soll ausgewählt sein. So möchte ich das jetzt mal beschreiben. Und wenn wir jetzt diesen Wert auf 0,5 stellen und gehen jetzt nochmal hier so ein Stück hier zurück, dann seht ihr, na, dann ist der Wert, also wo sich dann das Gelände verändert, anders und es geht auch wesentlich langsamer. Ich kann ja klar auch hier das hochziehen und die Maus festhalten. Aber kann ich hier so, ja, eine gewisse, ja, Mauer, hätte ich jetzt bald gesagt, hier hingezimmert. So, dann haben wir auch die Opacity und ich glaube, da ist nicht viel, was sich daran ändert. Ihr seht, auch da tut sich nicht viel. Das geht dann etwas langsamer. Das glaube ich doch die Geschwindigkeit ist das, wo man hier halt das Gelände mit anpassen kann. Dann haben wir diese Werte hier schon mal. Ich arbeite immer gerne mit hier oben einem Wert von 0,25, hier von 0,125 und hier unten mit 0,01. So, und dann seht ihr nämlich fast gar nichts, dass sich hier irgendwas tut. Das ist auch sehr gut so, weil so kann ich Änderungen sehr, ja, vorsichtig. Man sieht jetzt gar nichts mehr. Was ist das denn? Dann müssen wir das hier doch nochmal auf 0,1 stellen. So, und jetzt seht ihr, jetzt kann man hier sehr schön so nach und nach hier das Gelände anpassen, so bis es einem gefällt. Also, ne, da ist schon mal der Unterschied. Also da müsst ihr einfach mal ein bisschen mit rumspielen, wenn ihr hier im Gelände irgendwelche, ja, Änderungen vornehmen wollt. Aber ihr seht, ne, jetzt ist das schon wesentlich humaner. Dann gibt es noch, hat man hier die Möglichkeit, den Pinsel umzustellen. Wir hatten jetzt gerade den runden, wir können das auch auf eckig einstellen. Dann wird das Ganze halt auf gewisse Flächen. Aber im Endeffekt ändert sich da nichts. So, jetzt gibt es hier die LMB, MMB und RMB. LMB ist die linke Maustaste, also linke Left Mouse Button, Middle Mouse Button und Right Mouse Button. Das ist die Abkürzung dafür. Ja, ist immer alles Englisch, weiß auch nicht warum, aber ich glaube, ich sag mal, das ist Standard eigentlich. Dann gibt es hier mehrere Optionen. Wir haben hier Add. Mit Add können wir Gelände erhöhen. Mit Smooth können wir das Gelände anpassen. Ist also, ne, wie ihr seht, hier ein bisschen, ja, auszugleichen, smarter zu machen, um halt ja gewisse eckige Kanten, so wie wir sie hier ja in dieser Karte haben, hier wegzumachen. Und da ist es wirklich sehr wichtig, wenn man hier Smooth hat, da ja schon einen sehr geringen Wert einzustellen. Der Wert ist nämlich schon wieder viel zu hoch, sehe ich hier. Ihr seht, das Gelände verändert sich viel zu schnell. Das ist das, was ich eigentlich nicht möchte. Jetzt haben wir hier halt, ne, einen schönen hügeligen, ja, schönes hügeliges Terrain erstellt. Dann gibt es den Punkt Subtract, ist also das Gegenteil von Edit. Könnt ihr euch vorstellen, das ist also, ja, dann wird hier das Gelände abgesenkt, das ist Subtract. So kann ich also dann hier
Löcher in den Boden zeichnen, um dann, was weiß ich, hier einen See oder einen Fluss oder einen Canyon, was auch immer hier, ne, kann ich dann jetzt hier so reinmalen. So. Was haben wir noch? Dann haben wir noch Replace. Und Replace ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Geländehöhe habe, dann möchte ich gerne, dass diese Geländehöhe, dass ich die auf ein gewisses Level festlege. Dazu muss ich die Control- und R-Taste drücken. Dann ändert sich dann hier, sollte sich eigentlich der Wert hier ändern. Und wenn ich dann jetzt hier rüber gehe, achso, jetzt habe ich es auf Remove gestellt und nicht auf Replace. Das war wieder clever von mir. So, STRG und R. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat sich hier der Replace-Wert geändert. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kann ich dieses Gelände hier wieder seinem Ursprungszustand anpassen. Durch dass ich jetzt nicht die ja, volle Hardness und die volle Value ausgewählt habe, dauert das hier jetzt was länger. Aber manchmal ist das ja auch ganz hilfreich, wenn man dann halt hier ja, dieses Gelände auf ein gewisses Level bringen möchte, aber trotzdem es nicht unbedingt ganz glatt haben möchte. Wenn man es ja klar ganz glatt haben möchte, dann geht man einfach hier oben hin, stellt hier die 1 und nochmal die 1 ein. So, jetzt haben wir hier. So, und dann seht ihr, dann macht er das jetzt hier ratzfatz. Da könnt ihr sehen, jetzt ist die Hardness hier ganz hoch eingestellt. Kann man das Gelände hier jetzt ein wenig mal wieder hier auf dieses Level hier anheben. Dann haben wir das schon mal wieder hier fertig. Dann sieht das schon mal wieder so aus, wie es vorher aussah. Gut. Ja, Remove, da weiß ich auch noch nicht, was das sein soll, weil im Endeffekt, ja, also ne, wenn ich auf Remove drücke, dann ändert hier sich gar nichts. Von daher, weiß ich also nicht. Remove hat in anderen Dingen, da gibt es da eine Funktion für, aber jetzt im Terrain-Bereich gibt es hier keine. Wir können auch hier unten den Replace-Wert können wir hier auch manuell eingeben. Wenn ich jetzt also hier 100 eingeben würde und würde dann jetzt hier, achso, ich muss das auch hier wieder auf Replace stellen. So, dann seht ihr, jetzt würde sich das alles hier auf 100 anpassen. So, seht ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das Gelände hat sich jetzt etwas gesenkt. Hier nochmal Punkt 45. Oh, jetzt steigt es da etwas sehr. Oh, oh, oh. So, mal gucken. So, 25. Quatsch. STRG und R machen wir einfach so. Ja, das war auch falsch. Wenn wir nochmal hier hinten hingehen. STRG und R. Ach, 0,43 war es. Also ihr seht, das kann man dann so relativ schnell die Flächen an eine Höhe hier anpassen. Ja, dann gibt es noch Replace Limit. Auch das ist ganz interessant. Wenn man zum Beispiel nur ein Teil ändern möchte, also man möchte gerne die Höhen drin lassen, möchte aber gerne die Tiefen nach oben holen, um so ein gewisses Level zu haben, dann kann man hier auswählen, entweder Lower oder auch Higher. Ich zeige das mal eben kurz. Also gehe ich jetzt nochmal hier oben auf Edge. So, jetzt wähle ich zum Beispiel hier oben aus
STRG und R. So, dann seht ihr jetzt immer auf 105,43. Meinen Pinsel jetzt mal etwas kleiner auf 8 wieder. So, und wenn ich jetzt sage, alles, was lower ist, nur das soll er anpassen. Aha. Stopp. Ich habe noch was vergessen. Ich muss hier oben noch Replace eintragen. So. Und jetzt geht er also hin und ändert nur das Gelände, was tiefer ist. Wie ihr hier seht. Also ist das Gelände tiefer, dann passt er das hier auf diese Höhe an. Und so kann ich also, ne, das Gelände daran anpassen. Das gleiche ist auch möglich. Indem ich jetzt sage, alles, was höher ist, ist also genau das Gegenteil davon, und dann senkt er alles das, was höher ist. Wie ihr seht, aber nicht mehr das, was tiefer ist. Ja, wenn ich also jetzt hier drauf gehe, macht er gar nichts, weil, ne, wir haben ja ausgewählt, alles, was höher ist, soll er jetzt auf diese Ebene anpassen. So, jetzt gehen wir wieder hier hin und geben hier wieder 100,043 ein, damit ich das Gelände jetzt hier wieder auf diese Höhe hier bekomme. Alles, was höher ist, soll er jetzt hier anpassen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel hier vorne auch so eine Kante. So, wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, er ändert nur das hier, was höher ist. Und alles andere lässt er dort links liegen. War gerade hier so eine schöne Sache. Konnte ich euch hier gerade sehr schön an diesem Gelände zeigen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Fläche gerade hier. Vielleicht ein bisschen größer ist. Und zwar haben wir unten Noise. Und hier könnt ihr das Ganze aktivieren. Und hier hinten habt ihr ein Random und hier könnt ihr auch gewisse, ja, Sachen festlegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür sie stehen. Auf jeden Fall, wenn man hier mit den Werten ein bisschen rumspielt. Hier hat man auch noch die, ja, ich sag jetzt mal Berge, die dabei entstehen sollen. Ich mache das Ganze jetzt mal hier ein bisschen größer. So auf 40. So. Und dann gehen wir mal hier auf Add. Und jetzt seht ihr, jetzt entsteht hier ein gewisses, ja, Gelände. Ist ein bisschen hügelig, wie ihr seht. So. Wenn ich das jetzt hier verändere, habe ich jetzt mal hinten auf Random geklickt. Seht ihr, dass das Gelände jetzt dort wieder anders aussieht. Also das ist nicht identisch damit. Und wenn ich das jetzt hier auf 4 einstelle, um das auch nochmal zu zeigen, gehe hier nochmal auf Random. Und gehe jetzt mal hier hinten hin. So, und dann könnt ihr also so gewisse, ja, Landschaften gestalten einfach. Also das ist ein ganz hübsches Tool. Und wenn ich jetzt die mittlere Maustaste mache, mache ich hier so ein bisschen Smooth. Ein bisschen Smoothie spielen. Dann seht ihr, dann haben wir also hier eine gewisse Geländeveränderung. Jetzt habe ich ja klar das hier sehr hoch eingestellt. Das ist Gelände. Ne? Wenn ich jetzt hier die mal auf 0,5 wieder setze, die auf 0,125 und die auf 0,01. So, und würde jetzt hier drüber gehen, dann seht ihr, dann verändert sich dieses Gelände nur sehr langsam. Und so kann man dann halt ja, das Gelände sich so ein bisschen umgestalten. So. Ich meine auch, dass es andersrum funktioniert. Gucken wir gerade mal. Wenn ich jetzt auf, achso, jetzt habe ich hier unten Edge stehen statt Subtract. So. Andersrum funktioniert es nicht. Also man kann es nicht jetzt hier halb absenken.
Dann schauen wir uns jetzt hier unten das letzte Tool an und das ist, wenn man also Gelände anpassen möchte, gibt es hier also ne, zwei Möglichkeiten. Einmal die ja, hydraulischen, einmal die Terminale. Die hydraulische ist, dass also man Wasser simuliert, wie Wasser fließt und sich dann halt so gewisse ja, ja, Flüsse oder Geländeanpassung sich hier ergeben. Und hier, wenn ich jetzt hier so drüber gebe, sehen wir da klar jetzt nicht sehr viel. Hat das hier gerade mal auf 0,5 und hier auf 0,2. Ach Quatsch, 0,2. So. Und klicke jetzt hier auf Add. Und seht ihr, ne, dann ändert sich auch das Gelände. Ja, das war jetzt ganz toll. Sollte auch die linke Maustaste drücken. Und hier geht es in beide Richtungen. Hier kann ich also das Gelände senken, wie auch wieder anheben. Also das ist halt so, ja, ne, die Möglichkeit, wie man also das Gelände dann auch noch zusätzlich ja, gestalten oder verändern kann. Und da müsst ihr auch einfach mal hier mit den Werten rumspielen. Jetzt hier Punkt 5 eingeben, dann dürfte auch hier das Gelände etwas anders ausfallen. Ich muss jetzt nur gleich mal gucken, dass ich das Gelände hier wieder auf die Höhe hier angepasst kriege. Haben wir gerade diesen. Sieht schon mal gut aus. Sag jetzt hier Replace. Alles, was higher ist. Jetzt haben wir eine kleine Löcher im Boden. Sieht ja super aus. Jetzt ist die Fläche hier. Ja, jetzt habe ich Löcher im Boden. Was mache ich jetzt? Ja, ganz schlecht, ne? Und noch ein bisschen Löcher dazu. Nein, also entweder gehe ich jetzt hier auf None, dann ne, geht er hier automatisch hin und ändert das Gelände. Oder ich sage einfach Lower, dann passt er mir hier nur das Gelände an, was halt niedriger ist. Muss schon aufpassen, dass ich hier nirgendwo anders dran komme. Ja, das ist also so das, ja, womit ich hier so arbeite, womit ich also auch schon Gelände erstellt habe. So, jetzt hat hier oben Replace, daher funktioniert das hier nicht. So, und ihr seht auch hier, ne, wenn ich jetzt hier auf Add drücke, dann verändert sich das Gelände aber halt ja, etwas anders als wie als mal hier 25 und hier 0,25. Dann seht ihr dann, ne, kriege ich ja auch so eine leichte Auffahrt hier hin. Dass also hier hoch geht. Also, ne, da müsst ihr einfach mal mit rumspielen und die Erfahrung einfach selber machen, selber sammeln. Achso, man sollte auch das mal hier unten einschalten. Habe ich nämlich gar nicht. Ja. Ja, und das habe ich eben hier auch nicht. So, also wenn man hier die rechte Maustaste drückt, dann erhebt er sich hier auch. Also hier nur halt in diese eine Richtung. So, jetzt machen wir das hier mal wieder weg. Ja. Mal wieder hier Replace einstellen. Und das hier unten ausmachen, sonst funktioniert hier Replace nämlich nicht. Ich stelle das jetzt hier mal auf 1, 1, 1. So, sagen wir hier higher, da, dann funktioniert er doch hier. So, das ist also schon mal das.
Jetzt gibt es ja hier so ja, gewisse Kanten, die ja halt nicht so schön sind, hatte ich ja schon mal gesagt. Auch gestern im Live-Talk. Und ich stelle jetzt mal hier wieder meine Werte ein. Punkt 5, also ihr müsst immer darauf achten, ne, dass er halt dort das könnte jetzt ein bisschen wenig gewesen sein. So, wir nehmen hier Round und dann Smooth. So, und jetzt gibt es hier diese Kanten. Und wenn ich jetzt hier so drüber gehe, dann seht ihr, dann passt sich dieses Gelände an. So ein bisschen, damit kriegt man die scharfen Kanten hier so ein bisschen raus. Aber halt sehr langsam, weil man das ja klar auch sehr, ja, sag ich mal, ein bisschen gefühlvoll haben muss, um diese harten Kanten hier rauszukriegen. So, hier ist halt so eine harte Kante wieder drin gewesen. Hier auch. Da will ich ja nicht unbedingt alles verändern, sondern ich will ja nur diese harten Kanten hier rausziehen. Und dazu ist dann hier dieses Smooth mit diesen Einstellungen, ja, wie ihr seht, sehr hilfreich. Muss man also auch ein bisschen Geduld haben. Das ist nicht in 2 Minuten dann mal eben hier erstellt. Sehen wir mal hier ein bisschen weitermachen. Aber ich glaube, ihr habt das verstanden, was ich meinte. Ihr seht, ne, das ist schon ja, sehr klein eingestellt und trotzdem verändert sich bei Smooth unwahrscheinlich viel. Da müsst ihr auch so ein bisschen ja, mit rumspielen, eure eigenen Erfahrungen sammeln, was hier so am besten funktioniert. Dass na klar jetzt dann besser aussieht, wenn man da klar nachher erst wirklich im Spiel sehen, aber manchmal ist es auch besser, den Radius etwas größer zu machen, um etwas mehr Gelände gleichzeitig hier anzupassen. Das gefällt mir noch nicht wirklich hier. Ja. Wenn man klar hier die Maustaste ein bisschen länger drückt, dann passiert schon einiges, wie ihr hier so seht. So. Fällt mir jetzt ein bisschen besser, weil diese komischen Löcher, die hier drin sind, ich weiß gar nicht, wer die kommen hier. Schon ein bisschen komisch hier. Aber wie gesagt, das kann halt durch die Konvertierung halt passieren. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber. Ja, es sieht halt nicht sehr schön aus im Spiel. Dann hier auf einmal hier so. Ja. Sagen wir, na klar, in der Natur haben wir mit Sicherheit auch Ecken und Kanten, ja, aber so schlimm wieder auch nicht. Wieder Loch kriegt er irgendwie gar nicht hin, das zu verändern. Ja, also ihr seht, ne, wenn man dann hier so, das ist na klar, ja, jetzt haben wir na klar hier wieder das Problem mit den Schienen. Oh, wei, wei, wei. Jetzt sieht ja hier mal nicht so gut aus. So, und da komme ich dann schon zu dem nächsten. Das soll dann auch, ich weiß gar nicht, wie lange geht die Aufnahme jetzt schon, wollen wir eben hier rüber gucken. Ah, halbe Stunde schon wieder.
Hier sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, ich gehe jetzt mal hinten auf diese etwas größere Fläche hier. Und zwar können wir auch skripten lassen. Was heißt jetzt skripten lassen? Und zwar haben wir hier oben ja gewisse Skripts. Und hier haben wir zum Beispiel Paint bei Spline oder setTerrainHigh bei Spline. Und genau das ist das, was wir jetzt gleich tun wollen. Dazu gehen wir oben auf Create und createn uns mal eine Spline. So, hier ist sie. Dann mit Ctrl B bringen wir sie jetzt mal hier hin. Jetzt gucken wir uns mal an, in welche Richtung geht sie denn. So, S steht für Start und E steht für Ende. So, hier oben haben wir unser Attributefenster. Wir sehen also hier die Höhe. Und hier können wir also auch nochmal die Rotation ändern. Und ich möchte jetzt gerne, dass es in die andere Richtung geht. Also er soll. Nein, wir gehen auf Stopp, war da genau richtig rum. So, jetzt aber. So, wir gehen hier auf Ende und klicken also einmal da drauf. Dann seht ihr, können wir hier die ja, Spline bearbeiten. Und indem wir auf Einfügen drücken, gibt es dann einen neuen Punkt. Und diesen Punkt können wir jetzt hier nach oben ziehen. Zum Beispiel einer, ja, ich muss jetzt noch aufpassen, dass ich das wieder richtig mache. Dass wir also hier eine Straße haben, die jetzt zum Beispiel später mal hier lang gehen soll. Oder ein ja, Bergweg, wo wir sagen, so hier soll jetzt mal ein Bergweg hochgehen. Ich mache jetzt mal hier einfügen. Schiebt das Ganze noch was hier rüber. So, und dann machen wir den mal hier so. Dann fügen wir noch einen ein. Schieben den jetzt hier rüber. Und ihr seht, ne, jetzt haben wir hier eine gewisse Erhöhung. Jetzt wollen wir gerne, dass dieses ja noch mal höher geht, diesmal vielleicht ein bisschen steiler. Mache das jetzt mal hier so ein bisschen hoch. Und jetzt gehen wir hier wieder hier rüber und dann können wir noch mal ein Stück hier rüber gehen und noch ein Stückchen höher. Sagen jetzt hier noch einmal ein bisschen höher. Können wir das auch nur gerade machen? Nein, wir können es auch krumm machen. Indem wir jetzt hier auf Einfügen gehen, sagen wir jetzt, wir wollen jetzt hier eine Kurve haben. Diese Sch So. Und jetzt ziehen wir die hier noch ein bisschen hier rum. So. Ein bisschen hier rüber. Und so können wir dann halt auch, ja, ich sag jetzt mal, Serpentinen damit, ah ja, super. So, hier auf den letzten Punkt wieder gehen. Das ist der. Ich gehe jetzt mal hier so rüber. So, das Ganze hier noch ein bisschen höher haben. Das soll hier noch ein Anstieg sein. Jetzt wollen wir mal hier einfügen. Jetzt geht es hier gerade. Dann gehen wir noch mal ein Stück, bleiben hier auf der Höhe erstmal, dass wir hier eine Anhöhe haben. Und dann können wir das Ganze na klar auch wieder senken. Also da, auch das ist na klar möglich. Jetzt gehen wir mal hier runter. Machen wir so. Jetzt immer noch nicht ganz unten sehe ich. Jetzt mal hier so und das Ganze geht na klar auch, wenn ihr wollt, in die Tiefe.
Das heißt, ihr kommt aus einer Höhe und wollt jetzt hier eine Senke rein haben. Dann ist auch das wiederum möglich. Würde mal sagen, das reicht jetzt erstmal, um das zu veranschaulichen. Also wir haben jetzt hier einen Anstieg, wir haben eine Kurve, wir haben wieder einen ja, Hang, der nach unten geht. So, und jetzt können wir also hier anhand dieser Spline, können wir einmal ja, hier drauf gehen und sagen, set Terrain High bei Spline. Dann seht ihr, dann passt er dieses schon mal an. Das ist allerdings eine vorgegebene Größe. Ich weiß auch nicht, wonach, wovon er die nimmt. Aber ihr seht, er hat jetzt hier wunderbar das Gelände angepasst in der Höhe an der Spline entlang, so dass ihr also im Endeffekt jetzt ja hier ja, euch einen Weg aufzeichnen könnt. Und wenn ihr jetzt hier auch einen Weg haben wolltet, könntet ihr selbst sagen, so Window, Moment, Skript, dann hier FS19, Terrain. Und wenn ich jetzt sage hier, er soll jetzt hier malen. Wir haben jetzt hier ausgewählt, wenn wir gerade gucken. Ja, komischerweise steht hier was anderes. So, und dann hat er jetzt hier einen Weg dorthin gemalt. Ich mache jetzt mal wieder STRG und Z. Hallo. STRG und Z. So, gehen wir hier oben drauf. So. Er nimmt es nicht wieder zurück. Das ist ja immer putzig. Wir können aber auch, und zwar hier auf Window gehen und dann gehen wir hier auf Script Editor. Dann gehen wir auf FS19, dann gehen wir hier auf Terrain und dann gehen wir hier auf Set Terrain High. Und hier können wir nämlich die Breite festlegen. So, die liegt jetzt hier bei 5 Meter. Ich könnte auch hier, ich sage jetzt mal 12. Das ist also dann eine Straßenbreite von 24 Metern. Und wenn ich jetzt hier unten auf Execute drücke und sage dann ja. So. Und jetzt seht ihr, jetzt ist das Gelände um einiges breiter geworden. Er passt uns das also wunderbar an. Und so können wir also auch gewisse ja, Passagen, Gelände, ja, vielleicht auch auf diesem Wege anpassen, weil ich sag mal, ne, wenn ich jetzt halb einen Kamm haben möchte, der gerne so breit sein sollte, ich gebe jetzt mal hier 30 ein, drücke mal hier unten auf Execute und sage jetzt ja. Dann seht ihr, dann passt er dieses Gelände jetzt hier auch auf 30 an. Warum er jetzt hier da so, aber ich schätze mal, das ist hier wegen der Enge. Das kriegt er jetzt hier nicht ganz so hin. Aber ihr seht, hier ist das schön. Aber ne, wie gesagt, das kann man dann halt auch jetzt im Nachhinein mit den Möglichkeiten, die ich euch eben gezeigt habe, noch ändern. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Textur, also Paint, Terrain und hier ist jetzt das 82er. Mal gucken, ob ich das irgendwo nochmal finde. Irgendwo habe ich hier die, ja, die verschiedenen Paint-Modus, die es gibt. Wenn man 80 nimmt, ist glaube ich wieder was anderes. Und hier kann ich die Breite einstellen. Und zwar machen wir mal hier 4. Und sage jetzt hier Execute und sage hier ja. So, dann seht ihr, jetzt hat sich hier ja das Gelände hier verändert. An unserer Spline entlang ist es halt so, dass wir jetzt hier eine neue Textur drauf gemalt haben, ohne dass wir hier mit dem Pinsel lang gehen mussten. Also es erspart unwahrscheinlich viel Arbeit, solche Dinge. Und gibt einem auch viele, viele Möglichkeiten. Das muss ich auch mal sagen.
Ja, wie gesagt, ich muss da gucken, ob ich irgendwo nochmal eine Übersicht finde. Mal gucken, 78, execute und sagen wir ja. So, jetzt sehen wir, haben wir hier so einen Sandweg, der hier lang geht. Ich weiß gar nicht mehr, muss da mal gucken, irgendwo gab es da auch ein Tutorial zu, wo ich das auch mal gesehen habe. Und dort gibt es irgendwo ein Dokument, wo man sich das Ganze, wo hier diese, ja, Codes drinstehen, was für was ist. Oder es ist ein Bild, ich weiß es gar nicht mehr. Aber gerade gucken, 30 gibt es ja auch. So. Ändern wir nochmal eben hier auf 30. Ja, jetzt haben wir hier diesen, ja, Matsch. 32. Mal gucken. Das könnte Gravel sein, oder? Hä? Ich hätte es nicht gerade gesagt, er soll das verändern. Ach so, okay. Gucken wir, 20 ist. Aha. Also ihr seht, ne, so ist das na klar sehr einfach machbar. Ja, ich will hoffen, euch hat das Video gefallen und ja, ich gehe jetzt gerade nochmal hier raus und sage hier Close. Und dann zeige ich euch nochmal. So, jetzt kann man da klar hier mit Smooth das Gelände hier schön anpassen. Ihr seht, das geht na klar jetzt nicht sehr schnell mit den Werten, die ich eingestellt habe. Nehmen wir jetzt gerade mal hier die 0 wieder weg und auch hier unten machen wir hier auf 0, 1, so. Und hier oben auf 5. Noch da seht ihr, ne, lässt sich das Gelände jetzt, ne, auch verändern, aber halt sehr fein, sehr zart. Achso, ich bin am Edden und nicht am Smoothen. Jetzt haben wir da hier. So, wenn man hier auf Smooth dann einstellt, dann kann man hier das Gelände schön anpassen. So, dass man dann halt hier nachher so einen Weg hat. Ihr seht also, jetzt ist das Gelände hier ja schon ein wenig gestalterisch. Verändert. Trotzdem habe ich hier schön meinen Weg, wo ich hier mit dem Traktor hochfahren kann und kann dieses dann halt hier wunderbar nutzen, um dann halt das Gelände hier so anzupassen. Ich würde sagen, ich speichere das gerade mal und packe das mal in unsere, in unseren Mod-Ordner. So, das war natürlich so ein bisschen noch angepasst. Kanten nicht ganz so scharf sind hier. Ein Tipp, wenn man also hier diesen Schatten nicht haben möchte und um halt das besser zu sehen, dann kann man hier, Moment, war das jetzt noch, Profile nicht auf Very High stellen, sondern auf Low. Sondern seht ihr, dann geht der Schatten hier etwas mehr weg und damit sieht man hier ein bisschen mehr. Kann manchmal sehr hilfreich sein. Auch noch ein kleiner Tipp so für mich am Rande. So, ihr seht, dann geht der Schatten nämlich hier besser weg. Man könnte das Gelände hier ja besser anpassen, besser sehen.
mache das jetzt mal hier auf 0,75, hier auf 2,5, hier auf 0,1. So, jetzt seht ihr, jetzt wird das Gelände doch schon wesentlich schneller hier bearbeitet. Aber trotzdem, ja, haben wir dann halt hier jetzt so einen schönen Weg uns hier gezeichnet. Gut, speichern wir das Ganze mal, das dauert jetzt ein bisschen, schätze ich da mal. Und ich zeige euch jetzt einen kleinen Tipp, wie ihr das dann nachher in einen neuen Spielstand, beziehungsweise in einen bestehenden Spielstand bekommt. Mein Kaffee ist schon wieder kalt. Bin auch gleich mal gespannt, wie denn die neue Aufnahmequalität ist. Denn im Endeffekt, ja, läuft das jetzt über zwei Rechner zurzeit. Und war also gestern Abend, habe ich noch einige Tests gemacht und ich war total begeistert. Das kann ich euch nur sagen. Dass ich jetzt hier wesentlich mehr FPS habe. So, ich packe also die Karte hier. Zack. Zum Archiv hinzufügen, kennt ihr ja schon alles. Da auch einen kleinen Augenblick. Und da haben wir es schon. So, schneiden das Ganze aus. Dann gehen wir hier auf Dokumente, My Games, Farming Simulator. Dann auf Mods, fügen die Karte einmal hier ein. Sagen jetzt hier Speichern. Dann würde ich sagen, öffne ich mal das Spiel und schaue hoffen, das funktioniert jetzt. Ist der Bildschirm schwarz? Ja, weiß ich. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Aber ich hoffe mal, dass jetzt das gleich kommen wird. Ah, da ist der Sound ist da, Spiel ist da, wunderbar. Und jetzt gehen wir einmal auf den Spielstand 20. Das ist ja der Spielstand, den ich euch gezeigt habe beim Let's Map. Und jetzt haben wir ja am Hof dieses Gelände angepasst. Und ihr werdet jetzt gleich sehen. Karte ist schon geladen, also sehr schön. Wenn wir jetzt hier auf dieses Gelände schauen. Ach, ich habe die Spline noch nicht rausgenommen. Sehr schön. Sehen wir die Spline hier noch. Also hier müsste jetzt normalerweise unser Weg sein, wo die Spline hier eingezeichnet ist. Die hätte ich noch rausnehmen müssen, die Spline. Gut. Da ist aber nichts. Wie kriege ich das aber jetzt hin, dass diese Geländeänderungen, die ich jetzt eben vorgenommen habe, halt auch hier sichtbar werden? Wir verlassen mal wieder hier diesen Spielstand. Gehe ich hier auf Abbrechen. Nehme mir jetzt einen freien Spielstand. Moment, wo ist hier? Combat bei alles haben. So, jetzt mal hier auf Weiter. Alle abwählen. Das Einzige, was ich jetzt hier anwähle. Jetzt mal eben. Machen wir hier unseren Speedplayer. Ich wollte jetzt nicht über die Karte kriechen. Also das wäre noch so eine Funktion, die ich mir wünschen würde, dass ich Mods suchen kann. Der nächste Adresse. Wenn man so viele Mods installiert hat, dann sieht man eine ganze Stunde. Wäre das sehr hilfreich. Es dürfte jetzt relativ zügig gehen, dass er auch dieses Spiel lädt.
Ja, warum dauert, also warum geht das jetzt hier so schnell? Und gestern habe ich ja gesagt, also, ne, um meinen Spielstand zu laden, dauert das ungefähr eine Stunde. Also eine Dreiviertelstunde, Stunde. Das liegt daran, dass dort ja die Autodrive-Kurse geladen sind und also der ja die Autodrive-Kurse mitlädt und auf einer 16-Fach-Karte hat er da unwahrscheinlich viele Wegpunkte, die er sich dort ja einlesen muss und daher dauert das so lange. Warum das allerdings jetzt hier? Achso, genau, er stellt die Karte zum ersten Mal, daher dauert das jetzt auch hier was länger. Hat er jetzt hier ein Problem, aber nein, nee, alles klar, macht weiter. Aber jetzt bin ich wieder ans Mikrofon gekommen, da ist dort die Karte schon geladen, das ist ja schon mal super. Und jetzt meckert er hier ein bisschen rum, aber egal. Wir aktivieren hier mal unseren Speedplayer. Und jetzt seht ihr, hier ist unser Gelände, unser geändertes. Hier ist also unser Weg. Hier geht es runter, hier geht es wieder rauf. Also hier haben wir jetzt einen sehr schönen Weg. So, wie kriege ich den jetzt in den anderen Spielstand? Ganz einfach, ich klicke hier auf Escape. Und dann sage ich hier speichern. Warte ich mal darauf, dass er gespeichert hat. Drücke jetzt wieder hier auf Abbrechen. Dann gehen wir jetzt mal auf den rechten Bildschirm. Ich bin ja hier noch bei Mods drinne. Aha, jetzt ist er wieder da. Gut. Dann habe ich hier Safe Game 19 und hier gibt es eine Terrain Height Map. Gehe also hier hin und sage jetzt hier kopieren. Und dann gehe ich hier rüber in den Spielstand 20, da habe ich die nämlich auch. Sage hier einfügen. Und dann ist sie im anderen Spielstand. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Jetzt mal hier auf Karriere. Dann gehen wir wieder auf 20. Starten die mal eben schnell. Zeit trinke ich mal meinen kalten Kaffee hier gerade zu Ende. Also am Sonntag wird es auch wieder eine Folge Let's Map geben. So, und ihr seht schon, der Hügel ist da. Was jetzt nicht da ist, das werdet ihr jetzt gleich sehen, ist unser Weg. Der ist nämlich weg. Aber so könnt ihr zumindest Geländeanpassung oder Geländeänderungen an eurer Karte, die könnt ihr zumindest so nachher in euren Spielstand bekommen. Das mit dem Terrain ist ein bisschen komplizierter. Muss ich mal gucken, ob ich da mal ein extra Video zu machen. Falls ihr das gerne haben möchtet, kann ich euch auch da einen Weg zeigen, wie das geht. Aber wie gesagt, ist auch nicht unbedingt so ganz ohne. Ja, das soll's für heute mit diesem Tutorial gewesen sein. Ich sage wieder danke fürs bis zum Ende dranbleiben. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen in nördlicher Richtung da. Wer hier neu auf meinem Kanal ist und möchte gerne mehr von solchen Tutorials sehen, ja, dann lasst auch gerne ein Abo da und vergesst nicht hinten die Glocke zu aktivieren. In der Endcard habe ich euch wieder, ja, nochmal da die Tutorial-Reihe verlinkt und auch noch, ja, die eine oder andere Playlist aus meinem, wie soll ich sagen, Repertoire, was es alles bei mir auf meinem Kanal gibt. Von daher schau auch gerne mal da rein. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dort einen Kommentar da lässt und mir ein Däumchen da lässt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das soll es für heute gewesen sein. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Genau, ich bin raus und ciao.